Danke, Max. Danke für die Einladung. Ist ja heute eigentlich ein ziemlich besonderer Tag für alle, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen. 4.11.2011, vor genau 4 Jahren, konnten wir staunend die Selbstauflösung oder die Selbstaufdeckung des NSU, des nationalsozialistischen Untergrundes, zur Kenntnis nehmen in den Nachrichtensendungen, einer Gruppe, von der niemand etwas wusste oder niemand etwas gesagt hat, die 10 Jahre mordend durch Deutschland gezogen war und überhaupt nicht erkannt worden ist. Also mit einer merkwürdigen Mordserie, die sich immer gegen ausländische Mitbürger richtete, die mit der immer gleichen Waffe begangen wurde und die trotzdem eigentlich auch bei Leuten, die sich mit Rechtsextremismus auseinandergesetzt haben, vollkommen, ja, überhaupt nicht erkannt worden ist. Also ich muss sagen, wenn seit der Aufarbeitung des NSU davon gesprochen wird, welches Totalversagen da Justiz, Polizei und Nachrichtendienste aufzuweisen haben, muss ich immer gleich dazu sagen, es ist ein bisschen Wohlfeil, davon zu reden. Solche Leute wie ich, die sich seit über 30 Jahren damit auseinandersetzten und in den Medien darüber gearbeitet haben, wir haben auch keinen Schimmer davon gehabt oder waren unfähig zu erkennen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Trotzdem muss ich sagen, als dann der 4.11.2011 gekommen war und die ersten Nachrichten sich verdichteten über diese Untergrundexistenz der Gruppierung, dann ist es mir zumindest ein großes Déjà-vu gewesen, was ich da erlebt habe. Und ich mag einfach zurückblenden in eine Zeit, also es hat damals vor allem Aussagen gegeben, die lauteten etwa seitens unserer Kanzlerin, die Dimension rechtsextremer Gewalt habe eine neue Qualität erreicht. War eine sehr wichtige Aussage, die damals getroffen wurde. Und da muss ich sagen, ich meine, das kann man jetzt nochmal der Frau Merkel besonders nachsehen, sie war damals noch DDR-Bürgerin, aber der Umstand, dass Menschen umgebracht worden und ermordet worden sind, ausschließlich weil sie nicht aus Deutschland kamen, sondern als Asylbewerber hier Zuflucht suchten und leben wollten, der war nicht neu. Denn Ende der 70er Jahre, als die rechtsextreme Szene sich weiter ausdifferenzierte und rechts von der NPD sich Gruppierungen bildeten, die sich selbst als nationalrevolutionär definierten und die Gewaltaktionen durchführten, da ist das eben im Grunde genommen schon einmal passiert. 1979 formte sich im Untergrund, kann man auch sagen, es gab allerdings eine Galionsfigur, die sozusagen versuchte, auch noch politische Arbeit nach außen zu machen. Dr. Manfred Röder, ein ehemaliger Rechtsanwalt, hat die deutschen Aktionsgruppen begründet. Die deutschen Aktionsgruppen haben im Jahre 1979, 80 Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime durchgeführt, aber auch beispielsweise auf eine Auschwitz-Ausstellung, also die den Prozess, den Frankfurter Auschwitz-Prozess zum Gegenstand hatte. Und im August 1979 kulminierte diese Anschlagsserie in einem Brandanschlag in Hamburg im August. Und bei diesem Brandanschlag sind 2 vietnamesische Asylbewerber elend verbrannt, also an den Folgen ihrer Brandverwundungen innerhalb von einigen Tagen gestorben. Und diese deutschen Aktionsgruppen haben also sozusagen genau das gleiche völkische Konzept gehabt. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus,
damals übrigens noch mit einer Zeile, die in ganz, ganz vielen rechtsextremen Zusammenhängen eine wichtige Rolle spielte und die in den Jahren danach dann nur noch als Lachnummer wahrgenommen worden ist, deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeiter. Das war eigentlich auch so ein Hauptstrang dieser rechtsextremen Gruppierungen, die diese Abgrenzung und mit einem rassistischen Weltbild begründet, in Tradition oft offen bekennend zum Nationalsozialismus versuchten, im politischen Prozess durchzusetzen. Das, was mich als erstes beeindruckt hat oder dem ich als erstes begegnet bin, als junger Reporter des Jugendfunks, des Bayerischen Rundfunks, waren eigentlich diese Gruppierungen wie Buntheimer Treuer Jugend oder auch Wikingjugend. Und innerhalb dieser und am Rande dieser Gruppierungen war schon sehr deutlich erkennbar das Interesse an Wehrsport. Aber das Patent darauf, also die entscheidende Gruppierung für Wehrsport zu sein, das hat ab 1974 in Bayern die Wehrsportgruppe Hoffmann wohl für sich beanspruchen können. Karl-Heinz Hoffmann, ein heute 77-Jähriger, in 30er Jahren geborener Grafiker, hat er gelernt, hat in der Nähe von Nürnberg, in den fränkischen Wäldern, also als Angebot Wehrsport angeboten. Das heißt, man hat sich getroffen, es war ein militärischer, ein paramilitärischer Verband, der trat uniformiert auf. Man verwendete verschweißte Waffen, also im Augenblick erstmal unbrauchbar gemachte Waffen, und hat in den Wäldern Partisanentaktik geübt und im Grunde genommen sich auf den Bürgerkrieg vorbereitet. Das Interessante war, es gab keinerlei Wahrnehmung, dass es irgendeine Gefahr bergen könnte. In Bayern hatten wir die immer regierende CSU. Sie hat schon ab 1974 immer wieder auf Landtagsanfragen der Sozialdemokraten, auch der Freien Demokraten, reagieren müssen, in denen festgestellt worden ist, die Klientel, die sich da trifft, sie kommt aus der NPD, sie kommt aus anderen rechtsextremen Gruppen und Kameradschaften, und sie treffen sich dort und sie üben das, was man im Grunde genommen für eine Art von Bürgerkriegsarmee benötigt. Und niemand hat die Frage gestellt, warum eigentlich? Wozu? Herr Hoffmann hat immer gesagt, ja, das ginge um Charakterbildung und Sport, es ginge um Disziplin. Es geht sozusagen um gute deutsche Werte. Und mit dieser Beschwichtigungstaktik sind eigentlich auch sämtliche Anfragen, Landtagsanfragen, inwiefern von dieser Partei, von dieser Wehrsportgruppe eine ähnliche Gefährdung ausginge, wie man das früher gesehen hat. Ich meine, die Nazizeit war noch nicht so lange vorüber und es gab eine große rechtsextreme politische Partei, die NSDAP, die einen bewaffneten Arm, bewaffnete Formationen an der Seite hatte, die in diesen Auseinandersetzungen eine Rolle spielten, also die SA. Und diese Gleichung oder die Gefährdung, die von einer politischen Miliz ausgehen könnte, ist als solche überhaupt nicht wahrgenommen worden. Ich habe eigentlich durch eine Gruppierung, die ich in München kennenlernte, die sogenannte Junge Front, das war die Jugendorganisation eines neonazistischen Multifunktionärs Friedhelm Busse, der nacheinander die sogenannte Volkssozialistische Bewegung Deutschlands begründet hatte, später die Freie Arbeiterpartei.
diese Jugendgruppe kennengelernt und im Jahre 1978 die Gelegenheit gehabt, die eine Weile lang zu begleiten. Herr Busse hat netterweise mit großem Interesse versehen, also an Publizität, mich zu einem verirrten Volksgenossen erklärt, der auch noch den Weg in die richtige Bewegung finden würde, und hat also seinen jungen Leuten gesagt, man solle mich mitlaufen lassen und man solle mich ordentlich behandeln. Und das habe ich gemacht. Ich habe die Gelegenheit genutzt und habe ein langes Interview auch zusammen mit einem Kollegen damals mit dieser Gruppierung geführt. Und da habe ich diese Frage gestellt. Ich habe die Frage gestellt, wozu macht ihr Wehrsport? Das war, wie gesagt, im Jahr 79 dann. Die Antwort auf diese Frage war sehr deutlich. Also die hatten ihr gesamtes rassistisches Konzept ausgebreitet, dass die deutsche Rasse überlegen sei. Der Beweis übrigens darin, was die Überlegenheit der Deutschen anlangte, wurde dadurch geliefert, dass wir nach dem Krieg sofort wieder hochgekommen seien. Auch eine interessante Interpretation, was da passiert ist. Ja, und die Frage, warum Wehrsport, wurde beantwortet mit, es werden Auseinandersetzungen kommen. Es werden Auseinandersetzungen kommen mit dem politischen Gegner. Es werden Auseinandersetzungen kommen mit dem Staat. Und dann müssen wir gerüstet sein, so die Jugendlichen, gegen jeden vorzugehen, der sich unserer Meinung nicht anschließt. Ich habe damals im Jahr 1979, relativ spät, als ich mit meinem Kollegen Harald Will diese Sendung, dieses Feature vorbereitet habe, haben wir uns unterhalten, was wir eigentlich machen werden, wenn am nächsten Tag der Staatsanwalt vor der Türe steht und uns befragen wird, welche Leute haben das gesagt. Welche Leute haben also quasi offen erklärt, dass sie mit militärischer Gewalt vorhaben, den Diskurs abzubrechen und diese Gewalt zu nutzen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und wir warteten vergeblich. Also es kam niemand darauf. Ein Jahr später, im Jahr 81, waren diese Leute auch verwickelt in einen Shootout im Münchner Osten, denn Herr Busse schickte sie zur Geldbeschaffung zu einem Bankraub. Also dieses, was die ganzen historischen Assoziationen anlangt, die sich bei mir mit dem NSU verbinden. Das Interessanteste war aber, dass diese jungen Leute gesagt haben, warum sie diese Wehrsportgruppe gegründet haben, das war die Idolfunktion, die Karl-Heinz Hoffmann auf sie ausübte. Denn dort sind sozusagen alle mehr oder minder mal in die Leere gegangen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hat offenkundig bis zu 400 aktive Teilnehmer und Mitglieder gehabt. Aber darüber hinaus war sie so eine Art von Durchlauferhitzer und Role Model dafür, wie man sowas macht. Also die Leute aus der Jungen Front, wie auch andere, der Sturm 7 in Hessen, die sind eigentlich alle nach diesem Vorbild der Wehrsportgruppe Hoffmann dort damals haben sich formiert. Dann kam der 26. September 1980. Oktoberfestzeit, aber auch sehr wichtig, die Zeit des Bundestagswahlkampfes, einer sehr erhitzten Auseinandersetzung zwischen dem damaligen Amtsinhaber Helmut Schmidt, der mit einer sozialliberalen Regierung regierte, mit der FDP, mit einem sehr profilierten
liberalen Innenminister Gerhard Baum und auf der anderen Seite der Herausforderer des Kanzlers, der Kanzlerkandidat der Union, der Vorsitzende der CSU, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Der 26. September war 9 Tage vor dieser Wahlentscheidung am 5. Oktober. Und die große Debatte innerhalb dieses Wahlkampfes war auch die um die innere Sicherheit. Strauß hat sein ganzes politisches Leben lang versucht, sich als Vertreter von Law and Order zu gerieren und zu sagen, da habe ich das klarste Angebot. Er tat sich gegen diesen Kanzler allerdings schwer. Sozialdemokraten waren an sich, hatten da immer eine Achillesferse, nicht aber der Kanzler Schmidt, der 1977 in der Auseinandersetzung mit der linksterroristischen RAF nach dem deutschen Herbst, wenn man so will, als Sieger hervorgegangen war. Am 26. September abends um 22.19 Uhr explodiert also am Eingang des Oktoberfests mitten in dem Besucherstrom der Leute, die die Wiesen vor der Sperrstunde gerade wieder zu verlassen beginnen, eine ungeheuer starke Bombe. 13 Menschen sterben, über 200 werden verletzt, davon 60 so schwer, dass sie ihr ganzes Leben bis zum letzten Atemzug jeden Tag an diesen Anschlag werden denken müssen. Es ist eine Situation, in der niemand erstmal weiß, was eigentlich los ist, aber der Kanzlerkandidat der Union meint, eine Chance zu ergreifen zu können, indem er an diesem Abend einen frontalen Angriff unternimmt, also aus dem Wahlkampf kommend noch quasi kurz vor Mitternacht dort auftritt und mit Schuldzuweisungen beginnt. Die Schuldzuweisung lautet: Der Skandal- und Unsicherheitsinnenminister Gerhard Rudolf Baum muss zurücktreten. Er hat mit seinem liberalen Rechtsstaatsgerede die Sicherheitsbehörden, die Justiz, die Polizei und die Nachrichtendienste so verunsichert, dass sie sich nicht mehr trauten, im Vorfeld von drohenden Gewaltereignissen aus dem extremistischen Sektor zu ermitteln und solche Ereignisse zu unterbinden. Und diese Schuldzuweisung, die droht ihm innerhalb von 10-12 Stunden ungeheuer auf die Füße zu fallen. Denn als am Morgen nach dem Anschlag die Identität desjenigen jungen Mannes, der von der Bombe so stark verletzt worden ist, dass man aufgrund seiner abgerissenen Arme bis zu den Oberarmen, seines völlig zerschmetterten Gesichtes, seines aufgerissenen Brustkorbes annehmen musste, dass er mit der Explosion der Bombe unmittelbar zu tun hatte. Als man dessen Identität feststellt und über das NADIS-System, also die Datenbank, in der sämtliche Verfassungsschutzerkenntnisse der Landesämter und des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Deutschland zusammengefasst waren, eine der ersten Computerdateien dieser Art überhaupt im Jahre 1980, da findet man also heraus, Gundolf Köhler, Student der Geologie, 21 Jahre alt, war Mitglied bzw. aktiver Sympathisant jener Wehrsportgruppe Hoffmann. Er hat an ihren Übungen teilgenommen, er hat an Versammlungen teilgenommen, er hat mit Hoffmann korrespondiert, um genau das zu tun, was beispielsweise diese junge Front nach dem Vorbild Hoffmann getan hat. Er wollte in Donaueschingen eine Wehrsportgruppe gründen.
Und jetzt hatte Strauss ein Problem. Denn während seit 1974 diese wiederholten Anfragen bezüglich der Gefährlichkeit dieser rechtsextrem besetzten Miliz dauernd abschlägig beantwortet wurden mit dem Argument, Wehrsport mit verschweißten Waffen ist nicht strafbar. Es würden keinerlei Gesetze verletzt, keine Uniformen der NS-Zeit getragen bei diesen Übungen, also kein Verstoß gegen das Uniformverbot und all diese ganzen Beschwichtigungen mehr. Während also mit diesen Begründungen die Gruppe immer in Ruhe gelassen wurde und auf diese Zollstärke von 400 Personen anwachsen konnte, hatte Gerhard Baum, der Bundesinnenminister, zum ersten ihm möglichen Zeitpunkt, als er in dieser Sache etwas unternehmen konnte, nämlich im Januar 1980, die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten und mit einer Polizeiaktion, der ihre Waffen eingezogen, das Übliche, was bei einem Verbotsverfahren eben läuft, Vereinsvermögen wird eingezogen und so weiter und so fort. Und zwar die Möglichkeit bot sich Baum deswegen, weil die Wehrsportgruppe Hoffmann im Jahre 79 eben feste Stützpunkte außerhalb des Bundeslandes, in dem sie begründet worden war, nämlich im Freistaat Bayern, auch in anderen Bundesländern hatte. Und von diesem Moment an hat nicht nur der Landesinnenminister Zuständigkeit und die Landesregierung und die Möglichkeit, ein Verbotsverfahren durchzuführen, sondern dann eben auch der Bundesinnenminister. Und das hat er getan. Jetzt war also eine Situation entstanden, in der kurz vor dem Wahlkampf dieser Versuch, das Law-and-Order-Thema auf seine Seite zu ziehen, von Strauss grandios gescheitert war. Er stand nun möglicherweise als der da, der eine Gruppierung, die einen rechtsterroristischen Anschlag unternommen hat, gegen die nichts unternommen hat. Und in dieser Situation, und das ist ja das, was, ich weiß nicht, wer von euch hat den Film Der blinde Fleck gesehen? Nicht allzu viele. Also es geht ja darum, dass derjenige Protagonist, der da sozusagen das Gesetz des Handelns in die Hand nimmt, das ist Dr. Hans Langemann. Er war der Staatsschutzchef im bayerischen Innenministerium zu diesem Zeitpunkt. Er ist derjenige, der die Verfassungsschutzerkenntnisse über Gundolf Köhler aus dem NADIS-Computersystem herauszieht. Und er war derjenige, der das dem Generalbundesanwalt, nämlich dem einzig zuständigen Staatsanwalt für terroristische Taten in Deutschland natürlich vermeldete, worauf der am 27.09. irgendwie so 10, 12, 13 Stunden nach dem Anschlag den Finger hebt und sagt, das ist mein Verfahren, ich übernehme die Führung der Ermittlungen und ich verhänge wegen dieses Verdachts eines politischen Attentats eine absolute Nachrichtensperre. Und zwar, um das Überraschungsmoment zu bewahren, also sollte auf keinen Fall der Name und Identität und Herkunft dieses Tatverdächtigen, Tatbeteiligten Gundolf Köhler herausgegeben werden. Und man wollte auf diese Art und Weise das Umfeld natürlich in Ruhe lassen und dort den ermittlungstaktischen Vorteil wahren, die überraschen zu können. Dr. Hans Langemann, Doktor
der Kriminologie hat er sich erworben mit einem sehr, sehr interessanten, lesenswerten Buch. Das heißt, das politische Attentat. Er hat also sämtliche politischen Attentate von der Antike bis zu einem Sprengstoffanschlag auf Adenauer im Jahr 1952, hat er einer wissenschaftlichen, sehr, sehr methodischen Analyse unterzogen und kommt ja in seinem Kapitel über das Täterelement auf ganz spannende Formulierungen. Er hat nämlich seinerzeit, das muss ich mal kurz vorlesen, das ist wirklich interessant, er hat in diesen Untersuchungen über die politischen Attentate so Typologien herausgearbeitet und hat untersucht, was ist die Motivlage der Attentäter, was ist ihre Einbindung, wie handeln sie als Einzelne, handeln sie in der Gruppe, wie ist das eigentlich alles im Laufe der Zeit, wie hat sich das entwickelt? Und zu Beginn des Kapitels über das Täterelement fasst er also zusammen, ich zitiere jetzt aus der schönen Doktorarbeit von Herrn Langemann, es gibt A, den recht seltenen echten Einzeltäter, der seine Tat aus überwiegend eigenem Entschluss zur Durchführung bringt, das heißt, er bildet sich die ihn zur Tat anspornende Meinung im Wesentlichen selbst und nimmt nur tatfördernde Impulse außenstehender, indirekter, ideeller Hintermänner in die selbst geschaffene und fortentwickelte Tatsphäre auf. Es gibt B, den vorgeschobenen Einzeltäter, unechter Einzeltäter, der zwar auch allein die Tat ausführt, dessen Ausrichtung und Entschlussbildung aber völlig oder doch überwiegend aus der ihn bestimmenden Macht oder Gruppe herrührt. C, neben diesen Einzeltätern stehen die echten Mehrtäter, die nur aus der engen Gruppe heraus, niemals jedoch allein, ihre Tat zur Durchführung bringen. Der vorgeschobene Einzeltäter ist nach der Statistik über alle Zeiten hinweg die Form, die am häufigsten politische Attentate begeht. Und ihn, den vorgeschobenen Einzeltäter, verbindet eigentlich nur ein sehr loses und feines Gespinst mit dem Hinterland, mit den Hinterleuten seiner Tat. Dieser Dr. Hans Langemann, der also sich wirklich ganz gut auskannte, besser als irgendwer sonst, macht Folgendes. Er vermeldet also an den Generalbundesanwalt, dass es sich wohl um ein politisches Attentat handelt. Der verhängt diese Nachrichtensperre und Langemann nimmt zeitgleich die Gelegenheit von ihm, seit Jahren sozusagen angefütterte Journalisten, der Bild am Sonntag, der Bild der damals bestehenden Zeitschrift Quick, sofort zu instruieren. Er gibt ihnen die bei der Hausdurchsuchung bei Gundolf Köhler in Donaueschingen, denn daher stammte er aus dieser Stadt Donaueschingen am Schwarzwald, er gibt sämtliche Daten des Gundolf Köhler an diese Journalisten heraus und die sind wenige Stunden, nachdem die Hausdurchsuchung der Behörden begonnen hat, im gesamten Umfeld von Gundolf Köhler. Und alle, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Attentat zu tun haben konnten, waren gewarnt. Am Samstagnachmittag, also ungefähr eineinhalb Tage nach der Tat, nicht mal einen Tag nach der Tat, gibt die Zeitschrift Quick, die den Namen und die Stadt, aus der Gundolf Köhler stammt, Donaueschingen, über die Medien bekannt. Am Samstagabend ist also der Name
überall in der Bundesrepublik bekannt. Er hat also sein Wissen zynisch eingesetzt. Er hat es eingesetzt zur Schadensbegrenzung, denn was Langemann überhaupt nicht wollte, er hatte natürlich große Sorge, dass die Ermittlung der Behörden vordringt zu den rechtsextremen Strukturen, in denen Gundolf Köhler unterwegs gewesen war. Wir erleben innerhalb kürzester Zeit die Konstruktion einer Einzeltätertheorie, die alles, aber auch alles, als die Tat eines verzweifelten jungen Mannes gewesen ist, der aus persönlichen, überhaupt nicht aus politischen Motiven, die Bombe, die in München zur Explosion gebracht wurde, selbst gebaut hat, alle Materialien sich dafür beschafft hat und aus Grund einer persönlichen Verzweiflung, Frustration in seinen Beziehungen zu Frauen, Misserfolgen im Studium, allgemeiner Verbitterung, totaler sozialer Isolation, also aus diesem Motivbündel heraus, sei er am 26. September mit der von ihm allein in wochenlanger Arbeit konstruierten Bombe nach München gefahren und habe die in suizidaler Absicht dort zur Explosion gebracht. Also ein Selbstmordattentäter avant lettre, denn dieser Begriff, den gab es ja damals noch gar nicht, der überhaupt nichts Politisches im Sinne gehabt habe. Die ganze Dimension, dass er ungefähr 2,5 Jahre lang in rechtsextremen Parteiungen und in der Wehrsportszene zugange gewesen ist, all das wird vollständig bei dieser Ermittlung ausgeblendet. Und ich habe eigentlich mich mit diesem Oktoberfestattentat angefangen zu befassen im Jahr 1983. Die Untersuchung, die offizielle, das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes, das dauerte bis zum November 1982. Übrigens erstaunlicherweise genau um die Zeit des Machtwechsels, des konstruktiven Misstrauensvotums, mit dem Helmut Kohl an die Macht kam. Bis dahin ging das. Es gab in München und gibt den Anwalt, Rechtsanwalt Werner Dietrich, der nach dieser so schnellen Einstellung dieses immerhin schlimmsten, also des blutigsten einzelnen Anschlages in der Geschichte der Republik bis heute, die natürlich nicht zufrieden waren und sich nicht vorstellen konnten, dass es das Werk eines Einzelnen gewesen sein sollte und ihn beauftragten, die Akten einzusehen. Und Rechtsanwalt Dietrich hat im Jahr 1983 im Frühjahr erstmalig eine Versammlung in München einberufen, die relativ wenig Widerhall gefunden hat und in der er erste Ergebnisse präsentiert hat, die schon von Anfang an belegten, dass sehr selektiv bei diesen Ermittlungen gearbeitet worden ist. Dass es von Anfang an nämlich innerhalb dieser Ermittlung Zeugen gegeben hatte, die bezeugen konnten, dass der mutmaßliche Alleintäter Gundolf Köhler an dem Abend, vom Nachmittag des Tages des 26. September in München in Begleitung anderer Personen und in Kontakt anderer Personen gesehen worden ist. Und in neuester Zeit dehnt sich das jetzt also auch noch auf die unmittelbar letzte Minute vor der Explosion der Bombe. Und das war mein Einstieg. Ich habe die Versammlung von Rechtsanwalt Dietrich damals besucht und habe von ihm einige Namen genannt bekommen, der Zeugen, die anderes bekundet hatten als die Einzeltätertheorie
eigentlich besagt hat. Und die Einzeltätertheorie war von Anfang an nicht nur deswegen so fragwürdig, weil bei dieser Auffassung ausgeblendet worden ist, dass er eben in Gesellschaft anderer war. Auch was das Tatmittel, die Bombe, den Sprengstoff anlangte, war von Anfang an und ist bis heute völlig ungeklärt, woher der militärisch brisante Sprengstoff kam, mit dem die Bombe gefüllt war. Denn man hat zwar eine Werkstatt gefunden im Elternhaus Köhler, in der Gundolf Köhler, der tatsächlich also schon einen Schlag hatte für Explosivstoffe, für Waffen und ähnliches mehr, der aber schlicht und einfach keinerlei Mittel hatte, diese brisante Bombe zu bauen, denn nicht einmal Mikrospuren eines solchen Sprengstoffes hat man bei ihm gefunden. Und das andere war, was ist eigentlich geschehen mit diesen ganzen Beobachtungen, die darauf hinwiesen, dass er schon mal auch an diesem Abend nicht alleine gewesen ist. Da mag ich jetzt mal kurz was lesen. Denn ich habe dann eben entlang dieser mir von Werner Dietrich genannten Namen den Versuch unternommen, einfach mal zu gucken, wie hat eigentlich die Polizei gearbeitet. Und da mag ich mal einfach so was vorlesen, was auch so ein bisschen diese Stimmung, was man da so erlebt, kennzeichnet, wenn man versucht, in so eine Ermittlung einzusteigen. Anfang Juli hatte ich Gisela Lehmann aufgesucht. Ihren Bekundungen zufolge hat unmittelbar nach der Explosion ein nicht identifizierbarer jüngerer Mann in Tatortnähe weinend ausgerufen: Ich kann nicht mehr, ich wollte es nicht, ich kann nichts dafür, helft's mir. Nur im Schlussbericht des Generalbundesanwaltes war ich auf dieses sonderbare Erlebnis aufmerksam geworden, das im Schlussvermerk des Bayerischen Landeskriminalamtes nicht erwähnt ist. Hier muss ich kurz was einflechten. Nach meinen ersten Berichten im Rundfunk, die von diesen Zeugen Aussagen auch kolportiert haben im Originalton, dass Köhler nicht alleine war, habe ich ein großes Konvolut Akten zugespielt bekommen von irgendjemand aus dem Ermittlungsapparat, der offenkundig auch mit dem Gang der Dinge nicht einverstanden war. Und da war beispielsweise auch der Schlussbericht nach 5 Monaten im Mai 81 verfasst vom Bayerischen Landeskriminalamt, von der dort gebildeten Sonderkommission, drin enthalten, der abgegeben wurde, damals mit allen Asservaten des Tatorts beim Generalbundesanwalt, und der Schlussbericht des Generalbundesanwaltes im November 82 dann veröffentlicht, und jede Menge von Aussagen und Vernehmungen, die sich mit solchen Zeugen befassten, die im Ermittlungsgang für nicht so wichtig erachtet worden ist. Und entlang dieser Dokumente habe ich meine Recherche angelegt. Ich könne mir auf Ihre Aussage keinen rechten Reim machen, sagte ich Gisela Lehmann, als ich sie telefonisch ausfindig gemacht und erreicht hatte. Wer hat da zu wem diese Sätze gesprochen, die ein wenig nach Selbstbezichtigung klingen? Was ich eigentlich vorhätte, fragte sie zurück. Rauskriegen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Mir ein Bild machen, das ich mir aus Akten allein nicht zusammenschustern kann. Ob ich selbst eine bestimmte Theorie hätte? Nein, nur Zweifel. Woher ich Ihren Namen und Ihre Aussage kenne? Aus den Ermittlungsakten. Es war Glück, dass die Generalprobe im Anreden gegen Misstrauen und Angst auf diese Zeugin fiel. Sie war bereit, sich mit mir zu treffen. Naiv von mir, nicht von Anfang an zu sehen, dass es so sein musste, ein Verbrechen geschieht, die Polizei ermittelt, findet einen Toten,
der dieses Verbrechen allein begangen haben soll, schließt die Akten. Eine Handvoll Zeugen sagen, der war nicht allein. Kaum ist Gras über die Sache gewachsen, das Verfahren eingestellt, ruft einer an, behauptet, er sei Journalist, fragt, wen haben Sie denn da gesehen? Wie sah diese Person aus? Würden Sie sie zum Beispiel wiedererkennen? Nein, habe alles schon gesagt, weiß nicht, was das jetzt noch soll, höre auf die Gabel. Gisela Lehmann kam ein paar Tage später nachmittags nach der Arbeit zu mir nach Hause. Wir gingen zusammen den kurzen Weg zur Theresienwiese. Lokaltermin. Noch hatten die Aufbauarbeiten für das diesjährige Oktoberfest nicht begonnen. Ohne den Willkommensbogen und die Buden- und Bierzelte blieb nur die leere, geteerte Wirtsbudenstraße. Die ging Gisela Lehmann vielleicht 100 Meter ins Innere des Platzes. Dort blieb sie stehen und drehte sich um. Ich stellte das Tonband an und wir gingen langsam zurück. Also, ich stand hier mit meiner Freundin und habe was gekauft, als ich einen Riesenknall gehört habe. Die ganzen Leute schauten dann Richtung Ausgang. Man hat einen riesigen Rauchpilz gesehen. Wir sind dann Richtung Ausgang gegangen. Einige Leute liefen. Wir sind auch ziemlich schnell gegangen, bis ungefähr hier, wo dieses Glückslos stand, so ein Rondell. Dann haben wir die ersten Leute am Boden liegen gesehen, die sich die Beine gehalten haben. Aus den Kleidern, Hosen und Röcken kam Blut. Wir gingen weiter. Wir haben dann Leute gesehen, die abgebunden haben. Die zogen ihre Kleider aus und banden damit ab. Dann sah ich etwas hier beim Ausgang. Wir waren wieder am Ausgang angelangt und standen an dem kopfsteingepflasterten Streifen Vorplatz, der sanft absinkend die Wirtsbudenstraße in den Bavaria-Ring einmünden lässt. Genau hier, auf dem Randstein zwischen Straße und Vorplatz, war die Leiche des tatverdächtigen jungen Mannes gefunden worden. Hierher kam Gisela Lehmann unmittelbar nach der Explosion der Bombe. Ich sagte zu meiner Freundin, was ist denn das? Was liegt denn da? Das sah erst aus wie Abfall, der zerrissen war. Dann sind wir näher hin, sind davor stehen geblieben. Ich sagte, das ist ein Toter. Meine Freundin sagte, sowas habe ich noch niemals gesehen und fing sofort an zu heulen. Ich stand eine ganze Zeit entsetzt davor, dann bin ich 4-5 Meter weiter nach rechts. Da waren zwei Männer, ein älterer, circa 35, und ein jüngerer, der war 25-26 Jahre groß, hatte blonde, kurze Haare. Der Jüngere hat wild um sich geschlagen und hat immer wieder geschrien, ich wollte es nicht, ich kann nichts dafür, bringt's mich um, ich kann nichts dafür, ich wollte es nicht. Das hat er mehrmals gesagt. Und der andere hat versucht, ihn zu beruhigen. Da bin ich auch noch zu ihm, aber der hat so wild um sich geschlagen, dass ich dann mit meiner Freundin weitergegangen bin. Das Auffallende war, dass er ziemlich nah an diesem Toten stand. Dieser Tote war der junge Mann mit den abgerissenen Armen. Keiner der anderen Toten lag in seiner Nähe. Gisela Lehmann ging erst etwa eine Woche nach dem Anschlag zur Polizei, als sie ihr Erlebnis wieder und wieder Freunden erzählt und durch die Berichterstattung in der Presse begriffen hatte, dass sich die erregte Szene vor dem Leichnam von Gundolf Köhler abgespielt hatte. Das Entsetzen, ja die Selbstbeschuldigung des jungen Mannes, er habe dies nicht gewollt, galt genau dem Toten, der in Verdacht geraten war, die Bombe gelegt zu haben. Gisela Lehmann wurde zweimal verhört. Etwa eine Woche nach der Tat, als sie sich selbst gemeldet hatte. Ein zweites Mal bekam sie dabei Lichtbilder vorgelegt und man fragte sie, ob sie darauf den jungen Mann erkennen könne, der bei dem Toten stand. Auf den etwa 10 vorgelegten Bildern konnte sie ihn nicht entdecken. Die Polizei hat nicht versucht, mit Hilfe der Bevölkerung den Mann zu finden, dessen so schwer erklärliches Verhalten die Zeugin geschildert hatte. Kein Aufruf in der Presse, dieser Mann möge sich melden. Keine Veröffentlichung der detaillierten Beschreibung, die die Zeugin gegeben hatte. Seit ihrer zweiten Vernehmung durch die Polizei im Oktober 1980 hat die Zeugin Gisela Lehmann bis zur Einstellung der Ermittlungen nie wieder etwas von der Polizei gehört. In den Träumen nach der Tatnacht seien diese Bilder wieder erschienen, wieder und wieder, erzählte Birgit Wenzel. Zwei Männer stehen sich gegenüber,
vornüber gebeugt. Zwischen ihnen das weiße, faltige Ding. Was zerren die denn da, sagte sie zu ihrem Mann, der selbst die Szene nicht sah, aber sich an diesen Satz seiner Frau erinnern konnte. Dann der Lichtschein, das weiße Ding fliegt nach oben, im Lichtschein die Schemen zweier weglaufender Beine. Auch Birgit Wenzel begegnete mir mit Vorsicht und Angst, als ich sie bat, sie zu ihren Beobachtungen befragen zu dürfen. Sie sei sich ihrer Beobachtungen völlig sicher, so sicher, dass sie davon ausgehe, irgendwo werde dieser zweite Mann jetzt frei herumlaufen, der damals Augenblicke vor der Detonation an dem weißen, faltigen Etwas zerrte, in dem sich die Bombe befand. Von den unzähligen Splittern traf einer ihren Mann in den linken Oberschenkel, ein anderer sie selbst in die Brust. Die waren noch in der Nacht schnell herausoperiert. Die auf den Schultern des Vaters schlafende 5-jährige Tochter blieb unverletzt. Sie hätten Glück gehabt, gemessen am Leid anderer ein paar Schritte vor ihnen. Aber die Bilder, die Birgit Wenzel dem Beamten beschrieb, verschwanden nicht und auch nicht die Angst, noch einmal nachts zur Oktoberfestzeit genau dort vorbeizugehen, wo das alles geschehen war. Und dann suchte ich nach dem Zeugen, der am allerlängsten, Gundolf Köhler, in Begleitung zweier anderer junger Männer gesehen hat. Frank Lauterjung, ein Mann, der 1980 die Courage hatte zu bekennen, dass er homosexuell sei. Und er hatte Gefallen an diesem lockigen jungen Mann gefunden, der da mit einer Plastiktüte, die irgendwas Schweres, Zylindrisches drin hatte und einem Köfferchen da war. Er wollte ihn ansprechen, er wollte ihn kennenlernen. Die Suche nach Frank Lauterjung war schwierig. Im aktuellen Telefonbuch war er nicht verzeichnet. Die Auskunft hatte keinen Eintrag. Im Telefonbuch 81-82 fand ich ihn noch. Unter der alten Nummer meldete sich eine junge Frauenstimme. Sie kenne Herrn Lauterjung nicht, aber der habe wohl vor ihr in dem Apartment gewohnt und sei umgezogen. Frank Lauterjung musste also innerhalb Münchens umgezogen sein und sein Telefon abgeschafft haben. Oder er wohnte jetzt in einer ganz anderen Stadt. Ein paar Tage später ging ich zum Einwohnermeldeamt, Abteilung Passangelegenheiten und Wohnungsauskünfte, Buchstabe L. Die fragliche Person sei verzeichnet, stellte sie fest. Gegen eine Gebührenmarke für 3 Mark könnte ich Auskunft erhalten. Auf dem Zettel mit Marke und Stempel betreff Auskunft aus dem Melderegister stand: Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, eine Person mit dem Familienvornamen Frank Lauterjung ist gestorben. Ich stellte also fest, dass während die Ermittlungen noch liefen, der Hauptzeuge des Anschlages, der auch als der wichtigste Zeuge für die Begleitung Köhlers damals von allen Ermittlern und Staatsanwälten gehalten wurde, dass der 36-jährig im Jahr 1982 in den letzten Monaten, in denen die Ermittlungen noch lief, verstorben war. Ich stellte überhaupt fest, dass die gesamte Inanspruchnahme der Zeugen, die darauf hinaus liefen, dass Köhler nicht alleine an diesem Tag in München gewesen ist, im November 1980, also ungefähr 6 Wochen nach der Tat, eingestellt worden ist. Diese ganze Mehrtäterspur ist in keiner Weise mehr verfolgt worden, 6 Wochen nach diesem Anschlag. Und das Nächste war eben, ich habe mich ja dann nach Donaueschingen begeben, weil ich mir auch ein Bild machen wollte von der Persönlichkeit dieses Attentäters. Und habe in einem sehr mühsamen Annäherungsprozess auch den Kontakt zur Familie von Gundolf Köhler zu seinen 3 älteren Brüdern herstellen können. Und da habe ich dann nun wirklich gestutzt. Die Ermittlung, also dieses Psychogrammes. Das Psychogramm der Ermittler beruht auf den Aussagen eines einzigen Zeugen aus Donaueschingen,
aus dem Umkreis von Gundolf Köhler, dessen Aussagen im kompletten Widerspruch stehen zu den Bekundungen eigentlich aller anderen, nicht nur der Familienmitglieder, und gegen die eine ganze Menge kontrafaktischer Indizien und gegen dieses Psychogramm sind eine ganze Menge kontrafaktischer Indizien aufzuführen. Der also vollständig isolierte, verzweifelte, sexuell frustrierte und sozusagen mit dem Leben abgeschlossen habende junge Mann hat in diesem Sommersemester 1980 zunächst einen Ferienjob gemacht und hat mit dem erworbenen Geld dann eine ziemlich lange Interrail-Reise unternommen, die ihn quer durch Europa führte, bei der er einige Bekannte und Freunde besuchte. Dann kam er nach Donaueschingen zurück und hat eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Er spielte Schlagzeug, also in Rockbands, hatte keine Band. Das ungefähr 3-4 Wochen vor dem Anschlag von München gibt er die Zeitungsanzeige auf, findet wieder Mitspieler. Zweimal in der Woche haben sie miteinander geprobt, und was sozusagen die Perspektivlosigkeit auf eine besondere Art und Weise konterkariert, mit dem Rest seines Ferienjobgeldes hat er nach der Rückkehr von der Interrail-Reise einen Bausparvertrag abgeschlossen, auf den er damals eine passable Summe von 800 D-Mark eingezahlt hat. So viel also zu dem Psychogramm. Dieser Zeuge, der diese Theorie der Ermittler als einzige Person eigentlich gestützt hat, war in der Tat einer der engen Freunde von Gundolf Köhler, man kann sagen, einer von den zwei engsten. Mit diesen beiden hat er Gundolf Köhler in den letzten Wochen, in den Wochen des Wahlkampfes, immer wieder politische Versammlungen besucht. Und der andere enge Freund, der sozusagen übrig geblieben ist, der hat bekundet, dass Gundolf bei dieser Gelegenheit darüber theoretisiert habe, inwiefern man den Wahlkampf beeinflussen könne, indem man Anschläge begehe in diesem Wahlkampf. Und es ging darum, die Spekulation, trifft man eine Galionsfigur einer großen Partei, kann man dann die Stimmanteile radikaler kleiner Parteien beeinflussen, positiv beeinflussen in seinem Sinne, also dass die mehr gewählt werden, hin und her. Dieser Zeuge ist aussortiert worden, weil er sich einmal in psychiatrischer Behandlung befand. Der andere Zeuge hat zunächst behauptet, hat also widersprochen und gesagt, ich habe gar nicht so viel mit Gundolf Köhler zu tun, das sagen nur die anderen Leute, hat 6 Wochen lang die Ermittlungsbehörden nach Strich und Faden belogen. Man hat dann doch deutliche Hinweise darauf gehabt, dass er mit ihm mehr zu tun hatte, hat also eine Haussuchung bei ihm unternommen, fand, er war Jurastudent, das ist das bürgerliche Gesetzbuch, und fand den Paragraphen Nichtanzeige geplanter Straftaten von ihm unterstrichen. Er hat auch die Berichterstattung über den Anschlag deutlich verfolgt, und dann hat man ihn unter Druck gesetzt, und dann hat er eben ausgepackt und hat gesagt, ja, also jetzt würde die ganze Wahrheit über Gundolf Köhler rauskommen. Sie ist so gekauft worden, wie er sie den Ermittlern präsentiert hat. Es gab damals keine Profiler, es gab auch keine Psychologen, die zu diesen Vernehmungen beigezogen worden sind. Und so ist dieses Bild, dieses Psychogramm des verzweifelten Einzeltäters zustande gekommen. Gundolf Köhler scheint mir in den letzten 1,5 Jahren eigentlich eher
auf dem Abflug gewesen zu sein und sich zunehmend sozusagen in der Orientierungsphase befunden haben nach einer neuen politischen Orientierung. Er hat, aber das ist nun, glaube ich, das, was man sich auch so vorstellen muss, wenn man sich einem politischen Lager, einem politischen Milieu angenähert hat, wenn man dort seine ganzen sozialen Bezüge über Jahre hinweg verankert gehabt hat, so ist ein Ausstieg natürlich ein sehr, sehr differenzierter Prozess. Man verliert vielleicht zuerst irgendwelche Auffassungen und teilt die nicht mehr mit den anderen. Das heißt natürlich nicht, dass wie mit einem Kippschalter die ganzen sozialen Bezüge, Freundschaften, Kameradschaften, sagt man in dem Milieu, plötzlich null und nichtig sind. Die objektiven wie die subjektiven Umstände von Gundolf Köhler, glaube ich, können eigentlich nur nahelegen, dass dieser junge Mann aus den Kreisen, in denen er politisch beheimatet war, rekrutiert worden ist für diese Tat. Das Tatmittel kann er nicht alleine hergestellt haben, da geht es schon mal los. Und er ist offenkundig in München auch nicht alleine gewesen. Aber wie gesagt, 34 Jahre lang hat diese, nein, Entschuldigung, 33 Jahre lang hat diese Wahrheit der Bundesanwaltschaft Bestand gehabt. Es gab auch in München, anders als bei der Selbstaufdeckung des NSU, keinerlei Aufschrei, als dieses Ermittlungsergebnis bekannt gegeben worden ist. Und ich finde es eine wirklich tolle Fügung. Ich war eigentlich auch schon ziemlich resigniert in dieser ganzen Angelegenheit und habe die Konzeption und das Schreiben dieses Spielfilms mit dem Daniel Harrich eigentlich als so eine Art Schlussstein angesehen, dieser Recherche zum Oktoberfest-Attentat. Und danach wird Ruhe sein und ich werde mich dann eben nicht mehr damit befassen müssen. Der Film hat sehr, sehr viel verändert. Wir haben erreichen können, dass der Rechtsanwalt der Opfer im Sommer 2013 vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann bei der Uraufführung des Films in einer Diskussion im Münchner Landtag im Maximilianeum zugesichert bekam, die Spurenakten des Anschlages endlich nach über 30 Jahren einsehen und auswerten zu können. Und bei Rechtsanwalt Werner Dietrich und bei mir haben sich eine Unzahl Zeugen gemeldet. Neue Zeugen, neue alte Zeugen, wie sich oft herausstellte, weil sozusagen das Interesse der Behörden einfach so gering war, wie ich das ja auch schon an den damaligen Tatzeugen, die also auf eine Mehrtätertat hinwiesen, erlebt habe. Und all das hat Rechtsanwalt Werner Dietrich im September 2014 in einen erneuten Wiederaufnahmeantrag gefasst, den dritten. Und dieser Wiederaufnahmeantrag ist tatsächlich jetzt im Dezember 2014, dem ist stattgegeben worden. Generalbundesanwalt Range, jetzt Ex-Generalbundesanwalt Range, hat am 11. Dezember 2014 die Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens zum Oktoberfest-Attentat verkündet auf der Jahrespressekonferenz. Und jetzt laufen die Ermittlungen wieder. Sie laufen, wie ich finde, sehr problematisch. Dazu können Sie sich gerne mal in der Mediathek des Bayerischen Fernsehens oder auch der ARD den neuen Dokumentarfilm anschauen, den ich ebenfalls mit Daniel Harrich zu der Thematik gemacht habe. Und es scheint darauf hinauszulaufen, dass mindestens im Bayerischen Landeskriminalamt, das unglücklicherweise erneut mit der Überprüfung der alten Ermittlung beauftragt worden ist, auch wenn das jetzt junge Kommissarinnen und Kommissare sind,
Der Chorgeist scheint sehr stark zu sein. Und das macht mir große Sorge, dass da was rauskommen kann. Schlimm ist ja auch im Jahre 2008 habe ich an einem anderen Dokumentarfilm von anderen Autoren mitgewirkt und damals in einer Mischung aus Resignation und eine neue Chance suchend. Resignation, weil all diese Beobachtungen von Zeugen natürlich nach Jahrzehnten nichts mehr wert sind. Wie verändern sich Menschen in ihrem Aussehen? Also eine Personenfahndung, wenn man jetzt ernsthaft die damaligen Tatzeugen, die Köhler mit anderen gesehen haben, bemühen würde, könnte man damit natürlich nichts bezwecken. Aber die DNA-Methode war aufgekommen, alte Mordfälle jahrzehntelang zurückliegend wurden aufgrund von DNA-Spuren an Tatortreservaten gesichert. Und ich dachte damals im Jahre 2008, das wäre doch etwas, was man beim Oktoberfest-Attentat auch versuchen könne, schrieb an die damalige Generalbundesanwältin Ingeborg Harms, schlug vor, diejenigen Asservate, von denen ich wusste, dass sie DNA-Spuren tragen, das waren über 40 Zigarettenkippen mit Speichelanhaftungen aus dem Fahrzeug von Gundolf Köhler. Da wusste ich auch von einem Zeugen, der sich 1990 bei mir gemeldet hat, dass der ihn damals am Nachmittag des 26.09. vor dem Anschlag in München mit zwei Personen in seinem Auto hat beobachtet hat, auch eine verloren gegangene Spur in den Ermittlungen. Und ich wusste von dem Fragment einer menschlichen Hand, die am Tatort gefunden worden war. Und ja, 2008 kam dann nach 6 Wochen Bedenkzeit aus Karlsruhe die Antwort, dass man sämtliche Tatortasservate des Oktoberfestattentats vernichtet habe. Und in einem noch interessanten Nachsatz, der dann die Suche der folgenden Jahre irgendwie sehr stark beeinflusst hat, dass das von Ihnen benannte Handfragment befand sich allerdings nicht darunter. Da bin ich dann eben in den letzten Jahren in München auf die Suche gegangen und habe dieses Verschwinden oder Verschwinden lassen dieses Handfragmentes eigentlich immer deutlicher verorten können. Das ist also bei der Sonderkommission des Bayerischen Landeskriminalamtes verloren gegangen. Ich sage es mal so, weil was anderes kann ich nicht beweisen. Man sollte sich bei solcher Ermittlungskritik immer auf das beschränken, was man belegen kann. Jetzt ist die Sache also einer Untersuchung zugeführt und das Gute ist, die Öffentlichkeit, das ist auch dem Skandal um den NSU-Komplex zu danken, die Öffentlichkeit ist sensibilisiert und schaut auf das, was der Rechtsanwalt Werner Dietrich macht und schaut auf die Recherchen, die ich vorlege. Und ich denke mal, dass diese kritische Öffentlichkeit unglaublich notwendig ist, um dieses ganze Defizit, um diese Defizite sukzessive in den Griff zu bekommen, die immer dann festzustellen waren, wenn es darum ging, dass politische Gewalt von der rechten Szene ausging. Das ist einfach ein Kontinuum, das sich in der Geschichte der Republik durchzieht. Und erst wenn auch in der letzten Polizeistation beim letzten Staatsanwalt die Empfehlungen, die der NSU-Ausschuss des Bundestages ausgesprochen hat, nach seinen Untersuchungen, erst wenn die umgesetzt sind, beispielsweise, dass bei Verbrechen, die sich gegen Mitbürger ausländischer Herkunft richten, von vornherein die untersucht werden muss, ob hier ein rassistisches, fremdenfeindliches Motiv vorliegt für die Begehung der Tat. Solche Dinge, die müssen einfach sozusagen bis ins letzte Polizistenhirn langsam einsickern, weil sich sonst solche Dinge wie die
Ermittlungen nach dem Oktoberfestattentat oder nach dem NSU immer wieder wiederholen könnte. Ich lasse es jetzt mal dabei. Jetzt fragt mich einfach, was von Interesse ist.